Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur nächsten Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 18 Mobile. Und heute habe ich wieder, ja, 3-4 Teams vorbereitet. Ich weiß nicht, wie viele ich schaffen werde, die ich heute bewerten werde. Ihr hattet die Möglichkeit und ihr habt immer noch die Möglichkeit, mir eure Teams per Screenshot, ich hoffe, ein guter Screenshot, weil manche, ich keine Ahnung, was mit manchen Screenshots los ist, da ist die Qualität nicht so hoch. Also achtet wirklich auf die Qualität, ob die Teams gut erkennbar sind. Per Instagram, per private Nachricht euer Team zu schicken, per Screenshot halt. Ich heiße auf Instagram PaxUnited96, wenn ich es nicht vergesse, blende ich das jetzt hier nochmal ein, Leute. Könnt ihr einfach followen und mir eine private Nachricht da schicken mit eurem Team. Das hat auch hier der Real Madrid gemacht. Ich habe mir leider deinen Namen nicht gemerkt, aber wenn du die Folge siehst, kannst du ja gerne kommentieren, dass es dein Team ist. Ja, auf jeden Fall bist du am Start und hast ein komplettes Elite-Team. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut, so von der Optik her, ne? Der erste Eindruck hier, zack, ein komplettes, schönes, rotes Elite-Team. Gibt schon mal gleich ein paar Pluspunkte, würde ich sagen. 81er Bewertung. Dann hat er Griezmann im Sturm, spielt auch mit keinem Flügel. Das ist auch mal was Neues, sonst spielt ja jeder, also ich spiele ja auch mit Flügel, mit Ronaldo, weil den muss man einfach im Flügel spielen. Außer der Real Madrid hier. Er lässt Ronaldo im rechten Mittelfeld spielen. Also er spielt hier in einem 4-1-2-1-2-System. Hat Griezmann vorne drin und Zardes. Beide Spieler, die man auch gratis bekommen hat. Dele Alli im ZOM. Chachu im linken Mittelfeld von Fenerbahce ist das, glaube ich. Baumgartlinger als Sechser. Links hat er Marçal. Den habe ich auch in meinem Team auf der Konsole in FIFA 18 Ultimate Team. Der geht auf jeden Fall ab, Leute. So ein kleiner Neymar habe ich den Eindruck. Weil ich habe ja auch Neymar in meinem Team, in FIFA 18 Ultimate Team. Und die sehen irgendwie von den Gamefaces her gleich aus. Marçal und Neymar. Also ganz, ganz komisch. Finde ich auf jeden Fall gut, den Marçal da in der linken Verteidigung. Collins hat er dann in der Innenverteidigung. So eine zwei richtigen, bulligen Spieler hier. Collins und Wes Morgan. Und in der rechten Verteidigung hat er dann auch Rafinha. Und im Kasten natürlich nicht zu vergessen den Brasilianer Neto von Valencia. Also das Team ist in Ordnung. Ist jetzt nichts so Besonderes bei, aber ist auch keine Position, die ich jetzt abnormal nicht feiere, sage ich mal. Collins, Wes Morgan. Muss man die Spielertypen feiern? Wäre jetzt für mich nichts. Ich würde mir die beiden Spieler nicht holen. Baumgartlinger als Sechser. Marçal und Rafinha, die finde ich auf jeden Fall gut. Chachu. Ich gebe dir eine 5. Ich gebe dir eine 5, eine solide Mitte, Leute. 5 von 10 Sternen ist definitiv in Ordnung, denke ich mal. Kann man mit zufrieden sein, weil ich bin ja auch ein bisschen strenger, ne? Weil bei mir gab es noch nie 8 Sterne, 9 Sterne gab es bei mir noch nie. Irgendwie bin ich immer bei 5, 6 Sternen oder 4 Sterne. 3 Sterne hatten wir auch schon mal. 2 hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall gebe ich dir die 5 Sterne auf jeden Fall. Also du hast halt keine Position dabei, die mich zu 100%, sage ich mal, überzeugt. Griezmann, Alli und Ronaldo lasse ich halt außen vor, weil die wären halt komplett geil, aber die hat ja eh jeder. Und du hast auch keine Position, die mich komplett, sage ich mal, ja, enttäuscht, sage ich mal. So kann man stehen lassen, oder? Wo ich sage, nee, den mag ich überhaupt nicht, hast du auch nicht dabei. Also gebe ich dir eine 5 von 10. Wir kommen zum nächsten. Wir kommen zu Olivers Team. Olivers Team. Er spielt wieder im klassischen 4-3-3. So wie ich es auch mache hier mit einem ZOM-Spieler, also im 4-3-3-4 besser gesagt. Dann hat er auf jeden Fall Ronaldo, Griezmann, Dele Alli. Ist ja selbstverständlich. Kingsley Coman wollte ich sagen. Wie komme ich auf Donnarumma? WTF. Kingsley Coman im rechten Flügel. Ja, ist es jetzt ein typischer Arjen-Robben-Ersatz, Franck Ribéry-Ersatz für die Bayern? Bin ich immer noch so geteilter Meinung. Ich finde, Coman ist ein guter Spieler, aber er muss sich noch ganz, ganz stark weiterentwickeln, dass er da mal irgendwann den neuen Arjen-Robben, / den neuen Franck Ribéry für die Münchner sein kann. Definitiv, aber Coman kein schlechter, gefällt mir. Dann hat er Wanyama als ZM, der aber normalerweise als ZDM spielt. Eieiei, da kannst du auf jeden Fall mal aufpassen. Drinkwater dann rechts. Links Ruiz. Dann in der Innenverteidigung Kött. Bender. Und Dira. Schon wieder Dira. Ey Leute, ich habe irgendwas verpasst mit Dira, ne? Und im Kasten hat er Salvatore Sirigu. Das war mal in FIFA 15 oder FIFA 16 so ein überpowerter Keeper. Salvatore Sirigu, den hat einfach fast jeder auf der Konsole.
glaube, FIFA 15 gab es noch gar nicht, FIFA Mobile, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin ja erst letztes Jahr da irgendwie reingerutscht in die Schiene FIFA Mobile und das macht einfach mega Bock auf dem Handy FIFA zu spielen, muss ich sagen. Coman hat da rechts. So, ich gebe dir, auf jeden Fall ist das schon mal eine schlechtere Bewertung als das erste Team von Real Madrid. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Die einzigen Spieler, die es vielleicht ein bisschen rausholen, sind Coman und Bender. Dira, Drinkwater, Hött, Ruiz, Wanyama, Sirigu. Ich gebe dir eine 4. Ich gebe dir eine 4 von 5, Oliver. Ich denke mal, damit kannst du, denke ich mal, einigermaßen zufrieden sein, oder? Ist jetzt nichts Schlimmes. Auch wenn ich jemandem hier eine 1 gebe, ist es auch nichts Schlimmes, Leute. Das ist einfach meine Meinung, so wie ich mein Team oder so wie ich das Team finde. Und auch eine 1er Bewertung heißt ja nicht, das Team ist blöd, sondern das Team gefällt mir einfach nicht. Das kann ja sein, dass jeder hat eine andere Meinung. Vielleicht kann auch einer sagen, mein Team gefällt dir nicht, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, fertig, aus, Punkt, aus, fertig, Ende. Boom, tschalala. Willkommen zum nächsten Team. Willkommen zum Alpneymar 10 heißt er auf jeden Fall. Ich habe mir deinen Namen nicht gemerkt, weil ich kann mir ja nicht über 200 Instagram-Account-Namen merken, die ich hier bewerte. Auf jeden Fall, ja, vom ersten Eindruck schon mal ein Elite-Spieler. Schon mal Mpf, ne? Da startet man schon mal in die Bewertung mit Mpf rein. Dann hat er im Sturm Porio, ich kann den Namen nicht mehr lesen. Pocchio, Porio, keine Ahnung wie der heißt. Den kenne ich auch überhaupt nicht. Ich kenne eigentlich nur Baumgartlinger, Brosinski, Ulreich, Danike Ballos, Savic und Pekarik. Leute, das sind ganz viele Pluspunkte. Ich gebe dir eine 9 von 10. Ich gebe dir eine 9 von 10. Pekarik im rechten Flügel. Nein, Spaß. Gebe ich dir nicht. Aber ja, Pekarik ist schon kein schlechter Mann. Auch wenn er bei Leiter jetzt nicht so wirklich spielt, weil er halt verdrängt wurde von Weiser-Plattenhardt in der Außenverteidigung. Boah, das ist echt. Da gefällt mir eigentlich jetzt nicht so wirklich. Pekarik natürlich ein guter Mann. Danike Ballos habe ich auch im Team. Baumgartlinger, Savic, Brosinski, Ulreich habe ich auch in meinem Team. Ich gebe dir eine 3 von 10. Wir sind hier gestartet und gehen jetzt so runter quasi. Also so runter. Das Team davor hat mir deutlich besser gefallen. Mit Coman, Bender. Und hier ist jetzt eigentlich nur Pekarik, Baumgartlinger und halt normale Goldspieler. Ja, er ist auch erst Level 10, also bleib auf jeden Fall am Ball, verbessert dein Team stetig, so wie ich es auch gemacht habe. Ich hatte am Anfang auch nicht gleich eine 80er Bewertung, sondern ich habe mich hochgearbeitet. Das hat man ja in den FIFA Mobile Folgen gesehen auf meinem Kanal. FIFA Mobile Playlist natürlich unten in der Videobeschreibung und auch die Playlist zu Ich bewerte eure Teams ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und euch die Folgen nochmal reinziehen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier zum letzten Team und das letzte Team, Leute, hat es nochmal sowas von in sich. Ich habe gerade gesagt, die Kurve ist so ein bisschen runtergegangen, aber jetzt geht sie wieder boom, nach oben. Aber schaut euch dieses Team an vom Luca hier. Schaut euch dieses Team an vom Luca. Als ich dieses Team gesehen habe, habe ich mir gedacht, oi, oi, oi. Alleine schon im rechten Flügel hat da Thomas Müller, Leute. Thomas Müller ist ja einer meiner Lieblingsfußballer. Da hast du auf jeden Fall ja den richtigen Nerv getroffen, sage ich mal. James Rodriguez auch überragend. Coman hat er am Start. Dann hat er Talisca, Leute, der auch, der spielt auf der falschen Position. Dafür müsstest du eigentlich Abzüge bekommen. Aber Talisca, Leute, ist ja auch so ein kleiner, gehypter Spieler, sage ich mal. Sakho im Sturm, in Form. Areola im Kasten. Nkudu ist in Ordnung, nichts Besonderes. Rakitski in der Innenverteidigung, Cook und Danilo. Also wäre die Innenverteidigung jetzt noch ein bisschen, ein Ticken geiler, hätte ich dir vielleicht sogar eine 8 oder 9 gegeben. Aber jetzt bin ich definitiv dabei, dir eine 7 zu geben. Ich gebe dir eine 7. Viel holt halt das Bayern-Dreieck raus. Das Bayern-Dreieck sieht echt mega, mega nice aus. Mit allen drei Bayern-Elite-Spielern da, mit James, Coman und Thomas Müller. Die anderen Spieler sind jetzt nichts Besonderes. Talisca vielleicht noch. Aber Talisca, da muss man eigentlich auch wieder ein paar Punkte abziehen, weil er ist eigentlich ZOM-Spieler und spielt hier als Sechser beim Luca. Aber Talisca ist definitiv ein guter Mann. Die Innenverteidigung, nur die Dreierkette. Hättest du die da noch irgendwie geiler gemacht? Danilo, Cook, Rakitski sind jetzt keine Verteidiger, die ich irgendwie feiere oder so, aber ist in Ordnung. Sind immerhin Elite-Spieler und deswegen gebe ich dir auf jeden Fall eine 7 von 10 und damit kann man doch eine Folge gut beenden, oder Leute? Ich denke mal,
kannst du auf jeden Fall zufrieden sein, der Luca hier, ne? Der Bayern-Fan. Er hat auch das Bayern-Logo aktiviert, also ich denke mal, er ist Bayern-Fan. Und vielleicht ist es sein Ziel, irgendwann ein komplettes Bayern-Team zu haben. Und du bist auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung dafür. Weil Coman, Müller, James Rodriguez, einfach stark, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. 7 von 10 Sternen. Das war es jetzt hier von der heutigen Folge. Ich bewerte eure Teams. Wenn ihr auch wollt, dass ich euer Team bewerte, so wie es mir halt gefällt, dann schickt mir eine private Nachricht mit einem Screenshot an Pax996 auf Instagram, heiße ich halt so, da könnt ihr mir halt eine private Nachricht schicken. Das war's dann von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi!